Hallo ihr Lieben, das ist ein Video aus dem verminten Gelände der Moral- und Rechtsphilosophie, einem Gebiet, das ich aus guten Gründen normalerweise versuche zu vermeiden. In der heutigen Zeit kann man mit Moral- und Rechtsphilosophie wirklich keinen Blumentopf gewinnen. Warum ich in diesem Video eine Ausnahme weise, ich weiß es selbst nicht. Ich bin mir oft selbst nicht transparent, warum ich dann von selbstgesetzten Tendenzen, sage ich mal, um nicht zu sagen Regeln abweiche. Keine Ahnung, jedenfalls geht es in diesem Video darum, warum nicht immer der etwas tut, schuldig und der etwas unterlässt, unschuldig ist. Und um ein sehr plattes und plakatives Beispiel zu bemühen, das vielleicht für jeden einsichtig ist, vielleicht aber auch nicht. Wenn ich über eine Ampel gehe, ja, und nicht schaue und dann nicht sehe, dass sie rot ist und dann von einem Auto oder anderem Fahrzeug erfasst werde, verletzt werde oder vielleicht sogar getötet werde, dann bin ich nicht unschuldig. Und ich bin auch nicht das Opfer. Ich bin zwar verletzt und geschädigt, aber das eigentliche Opfer ist der, der mich überfahren hat, also der aktiv war. Und nicht ich, der ich passiv geblieben bin, zumindest im Sinne des nicht gesehen habens, nicht geschaut habens, weil möglicherweise oder sogar mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit derjenige, der mich überfährt, einen Schock erleidet oder traumatisiert wird. Und das am Rande nur der Begriff des Traumas im Altgriechischen bedeutet, wenn ich meine rudimentären Altgriechischkenntnisse mich nicht ganz trügen, meine Restkenntnisse, dann bedeutet Trauma nichts mehr, nichts weniger als Verletzung. Ne? Also der wird verletzt. Ja? Wer traumatisiert wird, wird verletzt. Und insofern, nicht jedem, der was zustößt, ist automatisch ein Opfer, auch wenn er auf jeden Fall ein Geschädigter ist, aber insofern ist es eher eine Selbstschädigung. Und das führt uns eigentlich in den Bereich, also wenn wir jetzt sagen, es ist nicht mal die Aktivität, die in die Schuld führt, und es ist nicht immer die Passivität, die einen unschuldig sein lässt, wenn man mal dann soweit gedacht hat, von diesem komischen Ampelbeispiel ausgehend, dann kommt man sehr schnell dahin, dass es um den Begriff der Erwartung geht. Also was kann von uns erwartet werden, dass wir es tun? Sodass dann die Unterlassung eine Verschuldung ist. Ja? Also dass wir uns schuldig machen der Unterlassen, wie zum Beispiel in der unterlassenen Hilfeleistung. Aber es gibt ja viele andere auch Unterlassungen. Also ich spare mir jetzt irgendwelche Aufzählungen. Das könnt ihr selber mit Beispielen füllen. Also es geht um die Erwartung, ja, die, und da kann man jetzt mehrere Dinge zu sagen. Das erste ist, damit also eine Erwartung vorliegt, von wo wir vielleicht den Begriff der Pflicht einsetzen können, also damit es eine Unterlassung gibt, muss es eine Pflicht geben, also eine bestimmte Form von Erwartung, dass etwas getan wird, was dann eben unterlassen wurde und eine Pflichtverletzung vorliegt. Dazu kann man eben sagen, muss derjenige wissen, und zwar sehr klar, was von ihm erwartet ist. Das Wissen muss verbreitet sein, dass die Erwartung existiert. Und wer zum Beispiel wie ich schon mal einen Job hatte, wo er zum Beispiel Abmahnungen schreiben durfte oder eher musste, dann wird man damit sehr stark konfrontiert, weil es ist nämlich gar nicht so leicht im Recht, und zwar zu Recht ist es nicht leicht, eine Abmahnung zu schreiben, wie sich das vielleicht manche vorstellen. Es muss nämlich nachgewiesen sein, dass der andere wusste, was von ihm erwartet war. Und manchmal steht es im Arbeitsvertrag, manchmal ist es aber auch eine Anweisung und dann ist die Frage, liegt die in Schriftform vor und so weiter und so fort. Also es ist nicht so leicht, eine Pflichtverletzung nachzuweisen, weil eben daran gekoppelt ist, dass es eine klare Erwartung gibt und dass die Erwartung ganz klar im Raum steht, dass etwas getan werden muss. Also das ist so ein Teil des Begriffs der Pflicht, dass das eben so ist. Und das zweite ist ganz offensichtlich, sind Erwartungen dieser Form, die wir dann Pflichten nennen können, gesellschaftliche Konstruktionen zum Großteil. Und das sehen wir daran, dass das, was von Menschen oder bestimmten Menschen erwartet wurde, zu anderen Zeiten oder an anderen Orten, so stark sich unterscheidet von dem, was heute von bestimmten Menschen oder allen Menschen erwartet wird, dass es ganz offensichtlich ist, dass das Aushandlungssache ist. Ja. Und man kann noch die Randbemerkung fahren, dass man also sagt, in einer demokratischen Gesellschaft gibt es eine Zusatzerwartung an den Begriff der Pflicht, nämlich, dass man auf die Pflichtsetzung, also aus die Aushandlung dessen, was überhaupt eine solche Erwartung ist, also eine Verpflichtung ist und was eben auch nicht, dass man darauf Einfluss hatte, und zwar genauso viel wie alle anderen. Also, dass man nicht einfach Pflichten unterworfen wird, die irgendjemand anderer zur Pflicht erklärt hat. Also, dass jemand sozusagen, die einen können setzen, das ist jetzt eine Pflicht und das ist keine Pflicht, und andere sind einfach dem nur ausgesetzt und damit konfrontiert. Das erfüllt nicht das Kriterium einer demokratisch-isonomen Gesellschaft. In einer demokratisch-isonomen Gesellschaft ist es so, dass alle gleich viel Einfluss darauf haben müssen, was solche ausgehandelten oder konstruierten gesellschaftlichen Erwartungen sind, weil gerade diese Erwartungen eben sehr veränderlich sind über Zeit und Raum. Sie werden eben angepasst an Umstände. Ja, also zum Beispiel, wenn es gar keine Ampeln gab, ist auch die Pflicht zu schauen, irgendwie, ja, läuft ins Leere. Aber es gibt ja auch andere Dinge, wo es einfach, ja, was weiß ich, nehmen wir was auch aufgeladen ist, Männer, Frauen, was heute von
erkennbaren Männern und erkennbaren Frauen erwartet wird, ist was anderes, als was an anderen Orten der Erde von ihnen erwartet wird oder auf dem gleichen Flecken Erde zu einem anderen Zeitpunkt. Also das verändert sich offensichtlich, wenn man ein gewisses historisches und kulturelles Bewusstsein hat, sehr, sehr stark. Und insofern können wir sagen, es ist letztlich Aushandlungssache. Und in einer demokratischen Gesellschaft wird das eben in einem Prozess ausgehandelt, in dem alle gleichrangig sind, in dem alle gleich viel zu sagen und gleich viel Einfluss darauf haben, was dann am Ende als Pflicht gilt, als Erwartung, bei deren Unterlassung eine Pflichtverletzung vorliegt. Ja? Und das ist eben sehr veränderlich. Ja? Auch Straßenverkehr habe ich zumindest, bin ich so viel rumgekommen in der Welt, nur in Europa. Aber vom Hörensagen her läuft der Straßenverkehr in anderen Teilen der Welt teilweise auch sehr anders als zum Beispiel in Deutschland, was da erwartet wird, was man so tut und lässt. Das ist nicht überall gleich. Ja, nicht nur mit dem Linksverkehr, auch was so andere Regeln angeht. So, und in diesem Sinne kann man sagen, also der Begriff der Pflicht ist ein überaus interessanter Begriff, zumindest wenn man eher soziologisch denkt. Ja, also wie kommen denn Pflichten zustande und was spielt da alles eine Rolle? Und wenn man dann also normativ wird und sagt, ich gehe von einer gesetzten Demokratie aus, als einer aufgeladenen Form, die eben das gute Leben für das Menschen ermöglicht, so ganz altgriechisch, ja, ganz aristotelisch, das gute Leben für den Menschen. Wenn man also von einer derartigen eudaimonistischen Ethik herkommt und dann sagt, Isonomie ist sozusagen ein Imperativ, dann wird es richtig, richtig, richtig interessant. Aber da werden wenige heute mitgehen können. Ja. Man fährt, glaube ich, besser, wenn man auf Vorteile hinweist. Ja. Also einen Nutzenkalkül benutzt, anstatt sehr aufgeladene ethische Begriffe, die aus der Antike kommen. Da können nur noch wenige mit was anfangen. Wahrscheinlich aus gutem Grund. Wahrscheinlich ist das auch besser so. Ja, so. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ich werde jetzt hier weiter werkeln und wursteln und meine Pflichten, meine selbstgesetzten Pflichten erledigen. Ceterum censeo, isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Isonomie gelost werden muss.